Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Ist Vanlife wirklich etwas für dich? Ein Real Talk Video schauen wir uns an. Es ist, ja, sehr interessant. Okay, check einfach mal den Kanal ab. Ich sag einfach mal, wir starten jetzt, oder? Hallo und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben uns mal überlegt, was Vanlife wirklich ausmacht, und wir haben 10 Dinge gefunden, die wir euch heute präsentieren wollen. Sehr cool, 10 Dinge, okay. Ist Vanlife etwas für dich, oder bist du eher der digitale Nomade, oder möchtest du der digitale Nomade werden in einer Villa oder bei Airbnb, schöne Wohnungen? Das macht nämlich auch Spaß, Airbnb-Wohnungen anzumieten für 2 Wochen, 3 Monate und dann einfach so rumzureisen ohne Auto. Oder bist du so Wildnis-Typ? Schreib mal in den Kommentaren. Die euch helfen sollen zu entscheiden, ob Vanlife, Vollzeit-Vanlife, auch wirklich was für euch ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ja. Punkt 1. Du musst dich um deine Ausscheidungen kümmern. Und dabei geht es nicht nur um Pipi und um Kaka, sondern auch gegebenenfalls um Erbrochenes oder Durchfall. Weil es gibt einfach keine Kanalisation, die das einfach wegmacht und gut ist. Also es kommt natürlich drauf an, was man so für Klos hat. Oder ob man Real Talk überhaupt ein Klo hat, aber bei uns... Also ganz ehrlich, das ist schon wieder etwas, so eine Airbnb-Wohnung ist dann schon ein bisschen schöner. Das ist so. Selbst ein Hostel ist dann schöner. Wir haben mal einen Kackebeutel, den wir immer zuknoten müssen und wegmachen müssen, wo man auch sehr viel sieht, weil natürlich kann das Würstchen halt auch mal am Beutel kleben. Und das sind Sachen, die möchte man halt eigentlich nicht sehen. Oder... Das wollte ich jetzt auch gar nicht wissen. Auch die Pipi. Ja, hat's auch. Aber man kann ja auch draußen gehen. Also wenn, ich weiß ja nicht, wo die jetzt gerade sind oder so. Aber ja, deshalb, also, ja, so 2 Wochen Wohnmobil oder so ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Aber sonst, ich habe schon ein schönes Bett. Eine schöne Matratze, ja. Auch in sich. Da hat man halt so 12 Liter Pipi dann in einem Kanister, den man irgendwo hinkippt. Das ist, ja, da sollte man sich bewusst sein, dass man diese Dinge dann sieht und sich darum kümmern muss. Ja, was uns zum nächsten Punkt führt, du musst mit Gerüchen klarkommen. da war der noch nicht im Hostel. Das ist nämlich einmal die Toilette. Also gut, wir haben halt den Sonderfall, wir haben eine Trockentrenntoilette ohne Lüfter. Und es riecht. Ja, es ist egal, ob da Kaka drin ist oder Pipi drin ist, es riecht. Schon habe ich keine Lust mehr drauf, oder? Aber wir schauen uns das natürlich an. Und wenn ihr Pipi-Tank eine Weile drin hat... Ach, bevor wir jetzt hier weitermachen über Pipi und Kaka sprechen und so, mein Jetset-Affiliate-System, dort zeige ich dir, wie du so viel Geld verdienst, dass du dir sogar eine Airbnb-Wohnung leisten kannst. Und seien wir mal ehrlich, wenn du das gut planst, sodass so Wohnungen sind auch gar nicht so teuer, gerade wenn du vielleicht in Asien unterwegs bist oder selbst in Amerika und so. Also hier bin ich in Malibu. Check das einfach mal ab, wenn du Affiliate-Marketing lernen willst und mit dem Laptop zeitortsunabhängig arbeiten willst. Vielleicht sogar vom Strand aus. Und du brauchst einfach mein System kopieren. Ich zeige dir alles, was ich so mache. Alles erprobt. Und ja, jetzt gucken wir uns Pipi und Kaka an. Das fängt ja sehr an zu riechen. Manchmal sogar schlimmer wie der Kaka-Beutel. Also es stinkt schon. Was eben auch riecht, ist Abfluss. Also das Waschbecken. Weil das sammelt sich da halt auch alles drin und es fängt halt auch irgendwann übel an zu riechen. Ja, aber je nachdem, wo ich bin, wenn ich ja, dann gehe ich mich draußen waschen oder so. Aber, boah, ja. Und das vielleicht bei wie viel? 40 Grad oder so. Ich habe mal ich hab zweimal im Auto gepennt, dreimal. Also eine Tour. Auf Sylt habe ich mal im Auto gepennt, 4, 5 Tage in Kampen. Da hatte ich so ein BMW-Kombi. So einen alten, die waren richtig groß, konnte man hinten pennen. Und ich hatte so ein Opel Combo. Auf dem Hinweg nach Frankreich habe ich dort gepennt. Und dann, ich habe sogar mehrmals gepennt, irgendwo am Rastplatz, dann halt in Saint-Tropez und auf dem Rückweg dann auch wieder. Ja, kann man machen. Aber dieser Combo war auch, ich hatte eine schöne Matratze und so und Fahrrad und alles dabei. Ja, war gut. Aber der Rückweg war so, dass ich dann ruckzuck Richtung Deutschland wieder abgehauen bin, weil es war einfach zu heiß in Saint-Tropez dort zu übernachten. Und habe ich mich irgendwann entschlossen, hey, ich fahre jetzt lieber nachmittags los und bin dann halt schon, keine Ahnung, 400 Kilometer weiter weg. Und dann mache ich dort lieber eine Übernachtung. Und
Und das sind halt so Dinge, das will man nicht, aber man muss halt mit klarkommen. Ja, vor allem im Sommer. Ja, vor allem im Sommer. Wir machen es halt oft sauber, dadurch geht's, aber irgendwann fängt es dann halt immer an zu büffeln. Der nächste Punkt ist nur für diejenigen relevant, die nicht alleine reisen. Aber das Ding ist, wenn du mit einem Partner oder einfach mit einem Reisebuddy reist, dann wirst du die Person sehr gut kennenlernen und manchmal vielleicht auch besser, als dir lieb ist. Denn bei uns sind es 8 Quadratmeter, auf denen wir leben. Und auf 8 Quadratmetern sieht man alles, man hört alles, man riecht alles, man... einfach alles. Also man kann sich nicht aus dem Weg gehen und man sollte sich dem wirklich bewusst sein, bevor es irgendwelche Beziehungen zerstört, dass man sich sehr, 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 sehr nahe kommen wird. Ja, das führt nämlich auch wieder zum nächsten Punkt. Und zwar, schlechte Laune färbt ab. Wenn auf so kleinem Raum jemand schlechte Laune hat, dann mit ziemlicher Sicherheit wird der andere auch schlechte Laune haben. Ja. Bei uns ist es... ja, sag jetzt nichts Falsches. Ich sage... war nichts Falsches, aber es ist auch bei uns so. Eine Seite stärker wie die andere. Und ich sage nicht, wer welche Seite hat. So, als nächstes kommt ein sehr wichtiger Faktor, und zwar das Wetter. Denn das Wetter bestimmt dein Leben, wenn du in einem Auto wohnst. Wenn gutes Wetter... Naja, selbst in einer Villa bestimmt das... Also, dürfte ja klar sein, oder? Ja? Aber es ist wahrscheinlich auch, selbst wenn es nachts regnet auf dem Dach oder so, ich mag das nicht ganz so. So ein schräges Fenster oder so und ich habe dann dort mein Bett drin, aber das ist dann schon, das nervt dann schon ein bisschen mich. Ja, also, wenn ich in New York bin und es schneit die ganze Zeit und so, ja, ich kann raus, ja, ich kann mich dann wieder aufwärmen oder so, aber es beeinflusst immer etwas. Wetter ist, hast du automatisch gute Laune, aber wenn schlechtes Wetter ist, dann bist du sehr, sehr schnell deprimiert, weil da kommt es jetzt auch nicht drauf an, ob du eine Heizung hast oder ob du keine Heizung hast oder wie auch immer deine Ausstattung im Bus ist. Aber wenn Dauerregen herrscht, wenn es kalt ist, das färbt sich einfach auf dich ab. Also wir freuen uns manchmal morgens so, oh, es sind 14 Grad und dann stellen wir uns so vor, wow, wenn wir in Berlin in unserer Wohnung 14 Grad hatten, da haben wir uns den Arsch abgefroren. Und ja. Das stimmt. Selbst so 15, 16, 17 Grad ist schon, oh, Pullover anziehen immer. Also vor allem viele, viele, mit denen wir reden, die haben auch das Problem, dass es irgendwo reinregnet, früher oder später mal. Und ja, also man muss sich dem bewusst sein, dass man dem Wetter ganz anders ausgesetzt ist, als jetzt zu Hause in einer Wohnung. Ja, der nächste Punkt, der ist besonders für mich sehr zutreffend. Und zwar, du musst ständig putzen oder es herrscht Chaos. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen ein Sonderfall. Wir sind Putzfreaks. Wir sind halt so ein bisschen freakig in der Richtung. Wir putzen halt unheimlich viel. Also wir putzen eigentlich jeden Morgen einmal durch. Gut, weil wir jetzt auch Luna neu haben, putzen wir schon öfter wie vorher. Aber wir wollen es halt echt ordentlich haben und deswegen, ja, putzen wir schon sehr oft und räumen halt sehr oft auf. Vor allem, weil man halt auf so kleinem Raum ist, ja, du kannst es halt von einer Ecke in die andere räumen. Also ich meine, zu Hause hat man vielleicht immer mal ein Zimmer, was man so ein bisschen zumüllen lässt, ne, weil, weiß nicht, da ist eh immer die Tür zu, ist vielleicht bei vielen das Schlafzimmer. Das gab es bei uns auch. Bei uns gab es das nicht, aber bei vielen ist das so. Aber das gibt's halt im Van nicht, ja, also... Ja. Wenn es ordentlich sein soll, dann musst du ständig aufräumen. Und man darf auch nicht unterschätzen, was das Putzen das auf so kleinem Raum an Zeit in Anspruch nimmt. Ja, das nimmt viel Zeit. Das dauert echt länger als erwartet. Wenn du eine Frau... Die Krümel alles runterschmeißen und fertig und so. Ach Mann, ich weiß nicht. Ich habe echt da... Okay. Dann wirst du deine Periode muss haben. Und... ja, das ist halt einfach scheiße. Das kann man auch nicht schönreden. Das ist Kacke und du musst da durch. Und ich stelle es mir noch schlimmer vor, wenn man gar kein Klo an Bord hat. Weil wir in Städten unterwegs sind oder weil wir am Strand liegen oder was weiß ich, hat man immer ein mulmiges Gefühl. Ja? Weil es ist einfach dein gesamter Hausstand da drin. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Sämtliche Wertgegenstände, gut, manche kann man auch mitnehmen, aber man nimmt ja nicht alles mit. Und deswegen, man hat immer ein mulmiges Gefühl. Ja? Der Platz kann noch so sicher sein, der kann bewacht sein, du kannst auch im Campingplatz stehen. Man hat irgendwie immer ein mulmiges Gefühl, obwohl wir relativ viele Sicherheitsmechanismen haben. Naja, für die Kamera. Aber wir haben immer ein merkwürdiges Gefühl, ja, weil da hängt so viel dran. Und das wäre halt echt scheiße, wenn da irgendwas passiert. So, der nächste Punkt ist, dass... Selbstverständlichkeiten einfach nicht mehr selbstverständlich sind, weil man muss sich ständig um seine eigene Grundversorgung kümmern. Also
Das geht um Wasser, das geht um Strom. Gut, da spielt halt die Sonne eigentlich den größten Faktor bei uns, weil wir ja Solarpanels haben. Aber trotzdem, selbst so Sachen wie Duschen, das ist halt, das ist ja kein großes Ding, oder Wäsche. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt unterwegs sind oder so, ne? Naja, also ich hatte das schon mal so gemacht. Ich hatte dann halt auf Sylt zum Beispiel im Fitnessstudio geduscht. Ich habe mir dann eine Wochenkarte geholt auf Sylt fürs Fitnessstudio und jeden Morgen war ich dort duschen. Dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, habe getrainiert, war in der Sauna, habe geduscht, morgens fertig aus. Tag konnte starten. Waschen, wenn man so ein normales Leben, sag ich mal, führt. Aber für uns sind das halt echt große Sachen. Vor allem Duschen. Also jede Dusche wird zum Luxus. Also die können noch so krüppelig sein auf irgendwelchen Campingplätzen oder man steht hier mit einer Tasse und kippt sich irgendwie Wasser über den Kopf. Das ist Luxus, einfach dann frisch gewaschene Haare zu haben. Also das ist einfach keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man... Nee, da habe ich doch eine Airbnb-Wohnung. Lieber. Dass man Strom, Wasser und Hygiene hat. Ja. Und dann eben auch noch, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit den Ausscheidungen. Da muss man sich halt auch kümmern. Ne? Ist halt auch irgendwie Versorgung, ja, Entsorgung. Genau, weil wir keinen Anschluss zur Kanalisation haben. Genau. Sehr schön. Ja, kommen wir zum letzten Punkt auf unserer Liste. Punkt Nummer 10 ist, du musst dir ständig Sorgen machen, wo du am Abend schläfst. Ja, okay, das ist auch irgendwie doof. Ne? Oder du bleibst echt mal ein paar Wochen an einem Ort. Campingplätze sind auch teuer, ne? Ich war das erste Mal, wo ich dann halt Südfrankreich wollte, zuerst im Sommer auf einem Zeltplatz übernachten. Und dann habe ich festgestellt, dass ein Zeltplatz teurer ist wie ein Airbnb-Zimmer. Oder ein Apartment sogar. Weil, rechne mal aus, du zahlst für ein Apartment 600, 700 Euro im Monat. Ein Zeltplatz war teilweise für ein Zelt, nur du musst das Zelt ja mitbringen, 20 Euro pro Übernachtung. Plus manchmal noch 2 Euro Strom am Tag oder so. Also bei 20 Euro pro Übernachtung für ein Zelt bist du bei 600 Euro, kannst du dir ein Zimmer leisten. Oder sogar eine eigene Wohnung außerhalb der Saison. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt ist es so, weil es kann immer irgendwas sein. Ja? Du wirst weggeschickt von irgendwo. Sagen wir mal, du hast einen wunderschönen Platz gefunden, da stehst du mehrere Tage und am letzten Tag wirst du weggeschickt. Dann musst du dir wieder Sorgen machen, wo schläfst du die Nacht. Wir haben auch schon an wirklich nicht schönen Orten gestanden die Nacht, weil wir einfach keine andere Möglichkeit hatten oder weil wir eben auch einmal weggeschickt wurden, ich weiß noch in Schweden, mussten wir in die Stadt und haben auf dem Stadtparkplatz gestanden. Man weiß manchmal morgens nicht, wo man abends steht. Ist der Platz schön, ist der Platz nicht schön? Fühlt man sich wohl, fühlt man sich sicher? Ja, oder man kommt im Dunkeln an, man fühlt sich aber total unwohl und muss weitersuchen. Das hatten wir auch erst. Das hatten wir auch erst. Also das ist manchmal schwieriger als gedacht, aber... Manchmal halt auch nicht. Manchmal kommt man an einen Platz an und fühlt sich sofort wohl und bleibt da mehrere Tage stehen. Ja, man sollte sich nur darüber bewusst sein. Ja, wie jetzt auf diesem Platz. Aber da muss man ja dran denken. Also es ist manchmal nicht einfach. Vor allem, es ist halt auch nicht immer, wie es halt gerne auf Instagram zu sehen ist, dass man die wunderschönsten Plätze für sich allein hat, weil gerade im Sommer ist halt echt viel los und ja, da kann es auch mal unschöner sein. Ja, das waren unsere 10 Punkte. Okay, also nee. Digitale Nomade, hey, verdien lieber ein bisschen mehr Kohle und leiste dir dann halt was Vernünftiges als Unterkunft. Na, du weißt immer, also, wenn du zurückkommst, du hast nur fließend Wasser, warm Wasser, eine Dusche und so. Okay. Vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe? Ja, ist Vanlife wirklich was für dich? schreibt es doch mal in die Kommentare. Fandet ihr den einen oder anderen Punkt sinnvoll oder habt ihr da gar nicht dran gedacht? Oder was gibt es noch für Punkte, wenn ihr auch schon mal im Van gelebt habt? Die wir gar nicht gedacht haben. Sondern machen wir nochmal einen Teil 2. Und dann würde ich sagen... Ja, auch Internet, ne? Internet, Arbeiten und so weiter. Dann war es das für heute. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay, ciao. Ein bisschen Real Talk. Nee, war soweit okay. Ist nichts für mich. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Abonnier gerne meinen Kanal Laptop Business. Und ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab. Mein Name ist Michael Kotzer. Ich bin Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.